Heute beim Elektrischen Reporter: Nachhaltigkeit, ein Lebewohl und Nachwuchs. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Nachhaltigkeit ist einer dieser Begriffe, die von Politik und Wirtschaft besonders gerne in Sonntagsreden verwendet werden. Derweil arbeiten immer mehr Menschen daran, diesen Begriff aus dem Lager der Modeworte zu befreien. Und zwar, indem sie ihn mit Inhalt füllen. Offline wie online, wie unser erster Beitrag zeigt. Ökostrom und Bio-Lebensmittel haben es in den letzten 20 Jahren von Nischenprodukten in die gesellschaftliche Mitte geschafft. Und auch im Netz gibt es den wachsenden Wunsch nach energiesparender Hardware, nach gesundem Wachstum und nach sozialer Verträglichkeit. Kurz, nach mehr Nachhaltigkeit. Und das kann sogar Spaß machen. Matthias Rischau lädt sein Smartphone mit einem mobilen Solarpanel von Changers. Als ich das erste Mal das Starter-Kit von Changers sozusagen bekommen habe, hat das bei mir bestimmt 1-2 Monate gedauert, bis ich diese Großartigkeit erkannte. Und ich habe angefangen, meinen Strom zu produzieren. Es wurde von Tag zu Tag eigentlich wichtiger und auch ein Zeichen meiner Haltung. Und ich konnte es. Ich konnte einfach meine eigene Energie produzieren. Und das ist etwas Großartiges und das verändert einen. Die Community von Changers hat zusammen schon über 166.000 Wattstunden erzeugt. Das sind immerhin 20.000 Handyladungen. Dafür waren 2.500 Solarpaneele von Nutzern in Europa und den USA im Einsatz. Ein Ranking innerhalb der Community spornt zusätzlich an. Auf changers.com wird für jedes selbst erzeugte Watt die CO2-Ersparnis errechnet. Für jedes Gramm bekommt der User 2 Credits, die er auf einen virtuellen Marktplatz in nachhaltige Ware eintauschen kann. Für mich bietet es eine Riesenmöglichkeit, andere nachhaltige Produkte auszuprobieren, wie Carsharing, wie grüne Lieferservice. Es gibt so viel, was dort schon jetzt auf dem Marktplatz an Angeboten, also ich glaube 10, 12 Firmen, die dort ihre Warenfeil bieten oder ihre Dienstleistung. Aber das ist ja erst der Anfang. Nachhaltigkeit im Netz heißt eben nicht nur Ökostrom. Für den grünen E-Mail-Anbieter Posteo heißt es auch langfristiges Vertrauen schaffen. Das Geschäftskonto von Posteo liegt bei einer sozial-ökologischen Bank. Das Unternehmen will moderat wachsen und es verzichtet auf aggressive Neukundenwerbung. Für den Gründer Patrick Löhr gehört dazu auch, seinen Kunden Werbefreiheit zu garantieren und von ihnen keinerlei Bestandsdaten zu erheben. Die persönlichen Daten der Nutzer werden dafür ausschließlich verschlüsselt abgespeichert. Also überall, wo man im Internet shoppen kann oder sich anmelden kann, muss man überall alle möglichen vom Geburtsdatum über die Adresse und so weiter angeben. Überall gibt es Riesendaten halten, die meist eher weniger gut als gut gesichert sind, wie man auch immer wieder sehen kann. Und da wollten wir eben einfach ein Zeichen setzen, dass es auch ganz ohne geht. Kleine Firmen wie Posteo können im Vergleich zu Google oder Facebook nur einen winzigen Beitrag zum nachhaltigen Netz leisten. So wie in der Lebensmittelwirtschaft hängt auch im Netz alles von der Entscheidung des Kunden ab. Nachhaltigkeit oder billig-billig. Um dem guten Ruf etwas nachzuhelfen, setzen viele Konzerne auf sogenanntes Greenwashing. Grün angemalte Werbemaßnahmen sollen ein nachhaltiges Image verbreiten. Negative Fakten werden systematisch verschleiert. Genau dagegen kämpft Maike Gebhardt von utopia.de. Aus meiner Sicht ist Greenwashing deshalb so verbreitet, weil es für den durchschnittlich informierten Verbraucher ja nahezu unmöglich ist, bei einer Kommunikationskampagne zu erkennen, ist das ein Unternehmen, das es wirklich ernst meint oder ist das nur Greenwashing? Es fehlt an Transparenz für den Verbraucher und auch am Willen zur Umstrukturierung bei den Unternehmen. Zu einem offenen und ehrlichen Dialog sind noch nicht viele Firmen bereit. Uns interessiert, was erwartet eigentlich ein bewusster Konsument von Unternehmen? Und da sind unsere User bereit, gerade wenn man ihnen auch ein Produkt zum Testen anbietet, sehr fundiertes Feedback zu geben. Und so entsteht ein sehr fruchtbarer Dialog. Und der ist besonders fruchtbar dann, wenn die Unternehmen signalisieren, wir wollen nicht nur, dass ihr hier im Netz Marketing für unser Produkt macht, sondern wir wollen wirklich lernen und die Empfehlungen, die ihr uns für die künftige Gestaltung unserer Produkte gibt, auch in die Innovationsprozesse einfließen lassen. Kritischer Konsum ist wichtig. Und das Netz hält wahre Nachhaltigkeitsschätze bereit. Es kann Produkte hervorbringen helfen, die effizienter, menschlicher und umweltfreundlicher sind. Das alles wäre möglich, wenn Unternehmen und Nutzer am selben Strang ziehen.
offen für Austausch sind und sich gegenseitig antreiben. Vor allem aber heißt es widerstehen lernen. Für Unternehmen der Versuchung des Greenwashing und für Konsumenten dem Glauben, dass ein paar nachhaltige Produkte schon die Welt retten. Kommen wir nun von der Nachhaltigkeit zur Loslösung. Die Trennung zweier einstmals Liebender ist eine schmerzhafte Angelegenheit. Und jeder sucht nach seinem Weg, diesen Prozess zu verkraften. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin der Sebastian, bin 33, aus Tirol, seit 7 Jahren in Wien und man kennt mich als Dandy Living. Nach 7 Jahren Beziehung, Ehe mit 2 Kindern ist dieser Tweet schlussendlich die Quintessenz der Trennung. Ja. Das schlimmste Moment der Trennung mit Kindern ist wahrscheinlich der, wenn man sich mit den Kindern zusammensetzt und den Kindern sagt, der Papa geht jetzt. Der Papa geht in eine Wohnung. Und Mama und Papa haben sich nicht mehr so lieb wie früher. Es ist schon so, dass ich am Anfang sehr stark auch in Selbstmitleid verfallen bin. In Trauer, in Wut. Es ist eine Veränderung, die natürlich eintritt, also eine Trennung. Man ist gewohnt, dass man nach Hause kommt, es fallen einem die Kinder in die Arme, man kriegt einen Kuss von der Frau. Der Grund, warum ich angefangen habe, persönlich zu twittern, ist ganz einfach aus einer Notwendigkeit heraus geschehen. Es hat raus müssen und Twitter war da mehr als wie nur eine große Stütze, wenn einem so viele Gedanken durch den Kopf gehen, dass man die einfach freilässt. Wo ich am Anfang noch skeptisch war, soll ich das machen? Nachdem allerdings so ein umwerfendes Feedback gekommen ist, Hilfe und Mitgefühl und dergleichen, habe ich mich nicht mehr zurückgehalten und habe einfach mir gedacht, wenn es dir so gut tut, dann führe das weiter. Je mehr ich preisgegeben habe, umso mehr ist das Feedback gewachsen. Es ist nicht so, dass man Sätze aus dem Herzen irgendwo herbeizaubern kann. Ja. Die kann man nicht erfinden. Die Entscheidung, dann so persönlich zu werden, hat mir eigentlich. Es war die eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Apropos Nachwuchs. Das Thema Kinder und Internet wird meist mit einer an Hysterie grenzenden Aufgeregtheit debattiert. Doch es gibt Hoffnung auf eine Diskussion ohne Schnappatmung, wie unser nächster Beitrag zeigt. Wer lautstark vor den Gefahren des Internet warnt, wer das Netz als bedrohlichen, bösen Ort darstellt, der die Entwicklung und das Seelenheil aller Kinder gefährdet, dem ist Aufmerksamkeit sicher. Ob im Fernseh-Talkshows oder auf dem Buchmarkt. Das Geschäft mit der Angst floriert. Allein Jugendschutzsoftware ist ein riesiger Markt, der umso stärker boomt, je verunsicherter die Eltern sind. Doch es gibt sie. Eltern, die das Internet nicht verteufeln und die mit der Hysterie der Debatte nichts anfangen können. Hans Dorsch zum Beispiel, Vater zweier Kinder und Autor beim IT-Bücherverlag O'Reilly. Ich glaube, dass es so viel Anregung und so viel Wissen im Internet gibt, wie es nie an anderer Stelle gab. Die Erfahrungen sind die, dass es ähnlich ist wie mit allem, was neu aufkommt, dass es da Angst gibt und dass man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und das geht ja eigentlich auch uns so. Familien wie die Dorschs sind keine Einzelkämpfer mehr. In letzter Zeit melden sich immer mehr Eltern zu Wort, die zur Generation der digitalen Pioniere zählen.
Tanja und Johnny Häusler, Gründer des Blogs Spreeblick und der Internetkonferenz Republika, haben der Aufzucht und Pflege des Netzgemüses nun ein eigenes Buch gewidmet. Ich denke, dass wir das Buch in erster Linie geschrieben haben, um eine Antwort zu geben auf diese ganze Panikmache. Zu Beginn war es einfach auch eine relativ kinderlose digitale Gesellschaft. Inzwischen gibt es sehr viele Eltern dort. Die haben im Grunde genommen, sehen die sich plötzlich mit den gleichen Problemen konfrontiert. Für die Kinder von heute, die ganz selbstverständlich mit digitalen Medien aufwachsen, ist das Netz mehr als nur irgendeine Technologie. Es ist ein Kultur- und Lebensraum. Statt zu verbieten oder zu kontrollieren, begleiten verantwortungsvolle Eltern ihre Kinder und vertrauen auf deren Kompetenz. Auch Hans Dorsch war überrascht von der Medienkompetenz seiner Tochter. Sie achtet darauf, dass Fotos von ihr, aber auch von anderen nicht veröffentlicht werden, ohne dass sie oder andere das möchten. Das heißt, da ist sie aufmerksamer als ich. Also dass es nur die Verwandtschaft sehen kann zum Beispiel. Und wenn ich dann nicht drauf achte, dann ist sie sehr böse mit mir. Das Leben ist kein Ponyhof, weiß der Volksmund. Und das gilt auch fürs Netz. Gegen Gewaltdarstellungen etwa helfen Filterprogramme nur begrenzt. Auch wenn die Hersteller das nur ungern zugeben. Und kleinere Kinder sollten ihre ersten Internetausflüge sowieso besser unter Begleitung unternehmen. Der erste Punkt wäre, dass die Kinder das, was sie sehen oder was sie lesen oder als Video sehen, hinterfragen. Zum Beispiel auch daran denken, dass es nicht echt sein muss, dass es unterschiedliche Meinungen oder Ansichten zu Themen gibt. Wenn man aber das Gefühl hat, dass sich was nicht gut anfühlt, da kann man, wenn man das von vornherein begleitet, auch dafür sorgen, dass die Kinder keine Ängste haben, sich an einen zu wenden. Das hoffe ich. Noch gehören Familien wie die Dorschs oder die Häuslers, die sich mit dem Internet auskennen, zu den Ausnahmen. Und nicht immer wissen die Kinder das zu schätzen. Ich glaube, wir sind viel restriktiver als viele andere Eltern. Wir sind jetzt nicht die hippen, schicken Eltern. Ich glaube, das nicht. Das sind wir natürlich, aber ich glaube, das wissen sie nicht so richtig. Das Netz verändert die Gesellschaft, auch in Erziehungsfragen. Von Alarmismus und Hysterie profitieren nur die Hersteller von Jugendschutzsoftware und die Autoren aufgeregter Bücher. Für Kinder ist das Internet heute schon ein wichtiger Kulturraum. Einer, den auch ihre Eltern kennen sollten. Sie könnten sonst zu viel verpassen. Eltern verzeihen ihren Kindern die Fehler am schwersten, die sie ihnen selbst anerzogen haben. Marie von Ebner-Eschenbach. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.